Ja, was soll ich sagen? Wir sind auf einmal hier in Alsfeld. Alsfeld ist anscheinend eine magische Stadt und was es hier alles zu erleben gibt, das sehen wir uns heute genauer an. In den vielen Läden in der Alsfelder Innenstadt gibt es für die Besucher einiges zu entdecken. Doch ein Geschäft repräsentiert die Stadt Alsfeld wohl wie kein anderes. Der Geschenkeladen Karl Ramspeck auf dem Marktplatz. Was früher als Eisenwarenhandel begonnen hat, hat sich heute zu einem Paradies für Dekoliebhaber entwickelt. Doch auch von Haushaltswaren bis zu Geschenkideen findet man alles, was das Herz begehrt. Shoppen, Kaffee trinken, Eis essen. Für eine Kleinstadt nichts Besonderes. Deshalb hat Alsfeld noch so einiges im Petto. Natürlich neben der tollen Optik durch die Architektur mit dem Titel Europäische Modellstadt für Denkmalschutz haben wir und zahlreichen Führungen dazu, gibt es natürlich in Alsfeld auch Angebote für die Familie, für die Jugend. Von klar über Schwimmbad, über Sauna, über einfach Parkanlagen, über die Westernstadt in Lingelbach gibt es jetzt auch Angebote rund um den Film Die Wolfgang, was dann hauptsächlich natürlich für Kinder und Familien ein kleines Abenteuer sein soll. Da haben wir jetzt Führungen entwickelt, die Original-Locations zeigen, wo dieser Film hier in Alsfeld gedreht wurde. Das wollen wir uns genauer ansehen und testen zuerst die Stadtrallye und begeben uns auf die Spuren der Wolfgang in Greilsfelden. Hier können die Filmfans die damalige Filmkulisse hautnah erkunden und spannende Rätsel lösen. Weiter geht's für uns zur nächsten Wolfgang-Station, dem neuen Escape Room am Alsfelder Ludwigsplatz. Auch hier warten auf die Besucher besondere Highlights. Original-Filmrequisiten und eine spannende Aufgabe, die innerhalb von einer Stunde gelöst werden muss. Die Westernstadt Lingle Creek, die malerische Innenstadt mit ihren Cafés und Geschäften, auf den Spuren der Wolfgang. Alsfeld hat für seine Besucher einiges zu bieten. Natürlich darf da die Entspannung und Erholung in der Natur nicht zu kurz kommen. Wir sind jetzt hier an unserer letzten Station in Alsfeld angekommen und haben den Trubel in der Innenstadt ein bisschen hinter uns gelassen, was nichts Schlechtes heißt, denn in Alsfeld gibt es super viel zu erleben für die ganze Familie, für Jung und Alt. Und wir genießen hier jetzt an unserer letzten Station die Alsfelder Erlen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.